Diesem Video keine einzelnen Personen und vor allem keine einzelnen Ultras zu filmen, das sollte man nämlich im Stadion respektieren, also auch falls ihr im Stadion filmen solltet, dann achtet bitte darauf und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, Venom hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute spielt die Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Das Ganze zu Hause in Frankfurt im eigenen Stadion und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, um euch die Stimmung zu zeigen. Wenn euch Stadionvlogs gefallen, lasst ein Like da und auf jeden Fall ein Abo, dann verpasst ihr nämlich gar nichts mehr und kommentiert mal, in welches Stadion ich als nächstes gehen soll. Wir legen los, let's go. Wir fahren jetzt auch direkt nach Frankfurt. Vorher gibt es einen ganz kurzen Snack und zwar einen schönen saftigen Jufka, dazu eine eiskalte Cola, denn wir haben schon wieder gefühlt 23, 24 Grad, also babamäßiges Wetter. So, wir sind in Frankfurt angekommen. Kurze Roomtour von unserem Hotelzimmer. So sieht es aus. Mal wieder klein, aber fein. Oh, ein großer Flachbildschirm. Oha. Ja, okay, ein schöner Tisch. Gucken wir kurz ins Bad rein. Okay, ja, normales Standardzimmer. Passt, wir sind eh nur eine Nacht hier. Ich bin heute übrigens zum zweiten Mal im Stadion von Frankfurt, aber das erste Mal bei der Eintracht. Denn das andere Mal war ein Länderspiel von Deutschland gegen die Niederlande und da war die Stimmung so, naja, war okay, wie man es halt eben von einem Länderspiel kennt. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie die Stimmung eben heute bei Frankfurt ist. Mein Tipp für heute, 2-2, denn Bremen ist seit 5 Spielen eben, oder hat seit 5 Spielen keinen Sieg mehr geholt. Deswegen brauchen sie zumindest mal wieder irgendwann einen Punkt und Frankfurt ist aktuell, glaube ich, so ein bisschen wie eine Wundertüte, deswegen, wie gesagt, 2-2 ist mein Tipp. Eintracht Frankfurt befindet sich aktuell mit 41 Punkten auf Tabellenplatz 6. Aus den letzten 5 Spielen holten sie 2 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielten sie 0-0 gegen Union Berlin. Werder Bremen hingegen befindet sich mit 30 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz und aus den letzten 5 Spielen holten sie tatsächlich 5 Niederlagen. Bei Bremen wird es also auf jeden Fall wieder Zeit für einen Sieg, nachdem sie jetzt auch letzte Woche 2-0 gegen Wolfsburg verloren. Ich bin gespannt, wie die Partie heute ausgehen wird. So, wir laufen jetzt zum Stadion, gönnen uns aber für unterwegs schon mal kurz hier ein Bier beim Fantreff-Waldstadion. Hier für 4 Euro. Für unterwegs passt es und jetzt schnell zum Stadion. Wir haben noch genau 20 Minuten bis Anpfiff. So Freunde, wir sind drinnen durch die Kontrolle und jetzt gehen wir ab zu unseren Plätzen. Guckt's euch an, Freunde. Flutlichtspiel, Freitagabend, Stadion beleuchtet, was gibt's Besseres. Da oben ist noch eine Drohne. Ja moin. Okay, wir testen zuerst die Bratwurst für 4,20 Euro. Schmeckt gut, schmeckt solide, gebe ich 8 von 10 Punkte. Der erste Blick ins Stadion. Ja. Wow, sieht das geil aus. Okay, wir haben unsere Plätze. Hier sind wir und die Hymne kommt. Wir sind genau pünktlich. Das war krass. Das war richtig krass, Freunde. Ränge oben sind voll mit Bremer Fans. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Ich würde jetzt mal auf zwischen 4.000 und 5.000 schätzen an Bremern, die mitgereist sind. Wow, wow, wow. Kein Strafstoß, soweit ich gesehen habe.
Götze am Ball. Götze mit der Flanke. Oh. Abschluss. Oh. Position. Jetzt muss der Abschluss kommen. Bringen Sie. Ah, kein Abnehmer da. Halbzeit, wahrscheinlich die letzte Aktion. Oh. Aber genau auf dem Torwart. Nochmal eine Ecke für Bremen. Oh. Erste Halbzeit torlos, also 0-0. Ich muss sagen, beide Mannschaften hatten jetzt keine riesigen Torchancen, von daher ist es theoretisch okay. Ich hoffe, es fallen noch Tore. Auf ein torloses Spiel habe ich eigentlich nicht so Lust, also ich hoffe, da passiert noch was in der zweiten Hälfte. Denn vor allem auch das letzte Spiel, wo ich war, Schalke gegen KSC, war auch 0-0. Also bitte heute kein 0-0. Frankfurt gibt Gas, Werder gibt Gas. So, zweite Hälfte geht weiter und Abfahrt. Und Frankfurt direkt im Angriff. Boah. So, und die Frankfurter machen sich warm. Frankfurt mit dem Freistoß. Boah. Der Flanke souverän geklärt. Danke Frankfurt. Abschluss. Oh. In der 62. Minute nach dem Freistoß. Okay, es wird anscheinend erst nochmal überprüft. Bin gespannt und ja, es zählt. 1-0 Bremen. Jetzt sind die Bremer am Start. Und das Stadion erhebt sich, Leute. Das Stadion erhebt sich für die Eintracht. In der 66. Geht da noch was? Frankfurt! 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 So, 25 Minuten bleiben der Eintracht noch, um das Ganze zu drehen. Mit dem nächsten Konter. Unsauber gespielt, aber ist noch da. Abschluss mit der Faust. So, es gibt eine Überprüfung wegen einer Möglichkeit.
möglichen roten Karte für den Werderaner. Und er gibt rote Karte. Oh, rote Karte für Bremen. Und das könnte entscheidend sein. Das könnte sehr, sehr entscheidend sein. Ich habe das vorhin nicht genau gesehen, aber es sah mir nach offener Sohle aus. Und damit ist es 10 gegen 10. 10 gegen 10. Ja, Freunde, 9 Minuten Nachspielzeit. Da ist noch einiges drin. Und das Spiel ist vorbei. 1:1. Das war's aus Frankfurt. Die Mannschaften teilen sich einen Punkt. Eieiei. Das war's mit dem Spiel. 1:1 unentschieden. Ich glaube, da lag ich mit meinem Tipp von 2:2 gar nicht mal so verkehrt. Also Punkteteilung. Und dann würde ich sagen, Leute, war's mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn euch Stadion-Vlogs gefallen. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.